Auf meinem Kanal habe ich euch ja schon viele Tutorials gezeigt, wie es geht. Und jetzt zeige ich euch, warum wie es geht. Ich habe mich zusammen einen Tag lang mit zwei Mitarbeitern von Tamsit eingesperrt, um einen Grundkurs zu entwickeln, der euch an euer Ziel bringt. Wir zeigen dir in diesem Video, welchen Untergrund habe ich? Welche Untergründe gibt es überhaupt? Was muss ich beachten bei der richtigen Auswahl des Klebers, beim Belag? Wie überprüfe ich überhaupt meinen Untergrund? Kurz und knapp, ihr wisst, da draußen gibt es Tonnen von Material. 1000 verschiedene Kleber, 1000 verschiedene Ausgleichsmaßen, 8 Milliarden verschiedene Belege. Aber welchen Untergrund habe ich eigentlich? Welche gibt es überhaupt? Was ist zu beachten bei der Überprüfung? Habe ich einen alten oder neuen Estrich? Ab wann ist eigentlich ein Estrich alt? Oder der Klassiker, hey, ich habe Glück gehabt, ich habe schon Ausgleichsmaß unter meinem Boden. Darfst du da drauf gehen? Wir zeigen euch den kompletten Untergrund, vom Bodenplatte bis Oberkante Belag. Aber lasst euch nicht von der Länge des Videos abschrecken. Wir haben alles in Kapiteln aufgebaut. Jedes Kapitel geht los mit einer kleinen Zusammenfassung, Praxisbeispiel und danach kommt nochmal die komplette Zusammenfassung von Christian mit Praxisbeispielen aus dem Alltag und vielen Tipps aus jahrelanger Berufserfahrung. Der Fußbodengrundkurs, die erste. Tisch stehen finde ich, das haben wir aus Raum unserer Webinare auch angefangen. Stehend am Tisch. Haben wir abgewählt. Ja? Warum? Das ist doof was. Danke! Heute bin ich aber nicht alleine. Ein. Wolltest du was sagen? Nee, ich habe nur gelächelt. Ich habe nur gelächelt. Sehr freundlich. Christian Eimermann, Techniker vom Tamsit, steckt viel, viel weiter in der Materie drin, als ich es jemals sein würde. Und deswegen unterstützt er uns heute und beantwortet alle Fragen, die wir hier notiert haben. Ich versuch's, Tommy. Das schaffen wir, das schaffen wir. Aber wenn selbst wenn ich Fragen nicht beantworten kann, kenne ich jemanden, der vielleicht eine Antwort weiß oder weiß, wo sie stehen. Und das ist die wichtigste Regel. Wir starten gleich mal mit dem Uber-Prinzip. Was ist Wichtigste ist eigentlich egal vor jedem Projekt, das man startet. Schritt 1. Das Wichtigste überhaupt ist das Uber-Prinzip. UBA. Untergrund, Bodenbelag, Anforderung. Mit diesem Prinzip kannst du Bodenlegerarbeiten fachgerecht herstellen. Praxisbeispiel. Wir haben eine neue Baustelle und müssen uns mit dem Uber-Prinzip erstmal einen Überblick überschaffen. Erster Schritt, Untergrund. Wir schauen, welchen Untergrund haben wir hier überhaupt. In diesem Fall einen alten Zementestrich. Das heißt, Hammer raus und erstmal ein Loch einschlagen. So können wir schauen, welchen Zustand hat der Boden, eine Feuchtigkeitsmessung machen und wir können nachschauen, welche Konstruktion der Fußboden ist. Step 2, Bodenbelag. In diesem Fall wird ein Vinylboden verlegt, Holzoptik Richtung Fenster. Schritt 3. Wir schauen, welche Anforderungen muss unser Boden und unser Kleber, unsere Ausgleichsmasse haben. Dazu schauen wir uns erstmal die Wohnung komplett an. Hier haben wir zum Beispiel ein riesengroßes, bodentiefes Fenster. Zusätzlich wird noch ein Homeoffice-Bereich eingerichtet. Dort haben wir einen Bürostuhl mit Stuhlrollen. Das heißt, wir brauchen schon mal eine höhere Nutzungsschicht für unser Bodenbelag. Was noch viel wichtiger ist, ist das Fenster. Denn dort haben wir den Freund, die Sonne. Die sorgt dafür, dass der ganze große Bereich vor dem Fenster sich viel höher erhitzt wie der Rest. Das heißt, wir brauchen dazu geeignete Kleber und Bodenbeläge. Dazu später mehr. Und das war das UBA-Prinzip. Dieses Prinzip ist essentiell für den Aufbau deines Bodens. Wird aber leider sehr oft unterschätzt. Das UBA-Prinzip ist aber eigentlich wirklich verdammt wichtig. Verdammt wichtig für alle, die Boden legen. Oder ja, nicht nur Boden legen, gilt auch für Maler. Also generell mal Untergrund, Bodenbelag, Anforderungen. Ja, also UBA. Mit dem Wissen kannst du einen Untergrund oder einen Bodenbelag oder Bodenbelagsarbeiten Sachen fachgerecht herstellen. Beispiel, deine Halle. Das war ein ganz schlimmer Fall. Aber also. Er ist gut geworden. Tipptopp, oder? Warum? Das ist UBA. Weil du weißt, was für einen Untergrund du hattest. Du weißt, was hier oben drauf kam. In dem Fall kein Bodenbelag, sondern eine Beschichtung. Und wir wissen, was für eine Anforderung da ist. Fangen wir mit deiner Halle an. Der Untergrund? Bodenplatte. Von 1958 ungefähr. Okay, also wir haben hier quasi eine alte Bodenplatte, keine neue, eine alte Bodenplatte, genau. Beschichtung haben wir gerade gesagt. Ja, und Epoxidharz. Ja, obendrauf die Endbeschichtung. Und die Anforderungen in dem Fall bei Tommy sind Staplerverkehr vielleicht nicht, aber Ameise, Hubwachen. Genau, das heißt schon mal eine hohe mechanische Belastung. Also alles, was hier oben drauf passiert, muss diese Belastung auch abkönnen. Genau. Ja? Bei deinem Untergrund, bei der Bodenplatte, bei der alten Bodenplatte, du hast gerade gesagt 1958. 58, ist hier eine Bauwerksabdichtung vorhanden? Keine Ahnung, weiß keiner. Genau, da wir aber erdreich berührte Konstruktion haben, müssen wir immer damit rechnen, dass eventuell, wenn keine vorhanden ist oder keine Abdichtung mehr intakt ist, vielleicht aufsteigende Feuchtigkeit ein Thema ist. Das heißt also, du weißt schon mal, dass du deinen Untergrund hier zweilagig mit einer Sperrgrundierung absperren musst, gegen eventuell aufsteigende Feuchtigkeit. Weil wir nicht sicher gehen können, genau. Genau. Wollen wir mal kurz umswischen. Nehmen wir mal an, du hättest eine neue Bodenplatte.
Eine nagelneue. Weißt du, wie lange eine Bodenplatte trocknet? Immer. 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 Ja, im Zweifel immer. Aus vertriebstechnischer Sicht auch immer. Immer. Das ist richtig. Nein, aber auch neue Bodenplatten oder Betondecken trocken, je nach Dicke, 1,5 bis 3 Jahre. Ach du Scheiße, das habe ich nicht gewusst. Ja, also wenn man generell, wenn man auf einer Betondecke oder auf einer neuen Bodenplatte arbeitet, muss man immer das Thema Feuchtigkeit mit in Betracht ziehen. Aber ich glaube, Feuchtigkeit behalten wir uns nachher mal beim Thema Putzlicht. Genau, also weißt du schon mal, hier muss eine Stärkeunion kommen. Genau. Und eine Spachtelmasse, die den ganzen Belastung dann Bestand hält eigentlich. Genau, weil nicht jede Spachtelmasse, muss ja auch nicht, ist für die hohe mechanische Belastung geeignet. Also muss also auch eine geeignete Spachtelmasse rein. Ja. Ja, das weißt du, weil du eben die Anforderungen kennst. Anderes Beispiel? Ist das okay, wenn wir jetzt Beispiele machen? Ja, klar. Ich habe gesehen, du machst viel mit OSB und Spanplatten. Ja. Oder OSB-Platten vielmehr. Ja. Gibt ja ganz, ganz viele Videos von Tommy. Auch ein Riesenthema. Weil du musst doch wissen, wenn du OSB-Platten einbaust, welche OSB-Platte darf ich denn verarbeiten? Genau. Ja? Weißt du, wie dick eine OSB-Platte sein muss, dass du Bodenbelastarbeiten drauf ausführen kannst? Ich weiß, wo es steht. Wo steht's? In der TKB 10. Perfekt. Perfekt. Wir haben schon mal ein paar Sachen gemacht, beide zusammen. Ich habe einen Spicker und Eike. Ja, aber das ist auch wieder, du hast einen Untergrund, du hast eine Holzbalkendecke, sollst dann halt eben eine OSB-Platte drauf machen. Du musst doch wissen, welche OSB-Platte du drauf machst. Ja. Und dann geht es ja weiter. Welche Grundierung nimmst du? Schleifenmechanisch, alles, der Aufbau, wie hält's? Welche Spachtelmasse nimmst du auf? Welche Belastung kommt oben drauf? Genau. Ist es für Gewerbe, ist es für Privat? Genau. Ja, Belag, auch wenn Parkett, du, komm nicht Parkett, genau. Wenn du zum Beispiel weißt, das ist ein Büro oder das wird ein Büro, wäre eine Anforderung zum Beispiel auch beim Textilienbelag Stuhlrolleneignung. Ja. Das sind so eine Sachen sind halt wirklich elementar wichtig. Kleine Sachen, die große Bewirkung haben, ja. Definitiv. Ganz klassisches Beispiel und was alle viel machen, LVT-Belege in Wohnzimmern zum Beispiel. Fast nur noch. Kommt ja, ist ja ein Standardbelag, der immer oder immer häufig zum Einsatz kommt. Und da zum Beispiel hast du Wohnzimmer, alle wollen immer bodentiefe Fenster, gerne nach Süden ausgerichtet. Ja. Warum auch immer, für mich nicht wirklich nachvollziehbar, aber es ist nun mal so. Das heißt, du hast gerade hinter den bodentiefen Fenstern eine hohe thermische Belastung. Das ist die nächste Anforderung. Da weißt du schon, okay, genau. Erstmal brauchst du dementsprechend den Belag und natürlich auch einen Klebstoff. Ja, wenn du jetzt das, habe ich auch gesehen, ein Video von dir, das waren viele Videos. Ja, gemacht. Schon lange Weile. Wenn ihr in den Bädern hantiert, ja, da haben wir eine hohe Belastung durch Feuchtigkeit zum Beispiel. Genau. Selbst wenn man was rausschwappt, kann das stundenlanges Wasser draufstehen. Genau, und deswegen sind quasi das Uber-Prinzip, wir können das hier glaube ich noch 2 Stunden fortführen, aber das ist, glaube ich, wäre zu lang. Das Prinzip ist verstanden, glaube ich. Genau, also wenn ihr was macht, beschäftigt euch mit diesen 3 Punkten. Das Uber-Prinzip ist zum Beispiel das, was in mir, als ich angefangen habe, bin jetzt seit gestern 5 Jahre bei Thomson. Glückwunsch! Ja, danke. das ist so ziemlich das Erste, was sie mir beigebracht haben. Weil es essentiell für alles ist. Genau. Du brauchst genau diese 3 Punkte, um zumindest mal grob bestimmen zu können, wie der Aufbau ist. Kapitel 2. Schön und gut, was wir hier alles erzählen, aber wo steht's und wo kann ich es nachlesen? Grundlegend zählt immer die DIN. Die DIN steht über allen. Zum Beispiel die DIN 18365 für Bogenlegerarbeiten, die DIN 18356 für Parkett und eine der wichtigsten für uns, die DIN 18202 für Toleranzen. Die DIN ist allerdings ein bisschen kompliziert geschrieben, aber dazu gibt es ein Handbuch. Den Kommentar zur DIN 18365. Das ist ein Must-Have für alle, die Boden legen und dort ist alles sehr verständlich erklärt. Ich zum Beispiel arbeite sehr gerne mit dem TKB, den Technischen Kommission Bauklebstoffe, und die kannst du komplett kostenlos aus dem Internet nachlesen. Ich verlinke euch das alles mal unter dem Video, dass ihr das nachlesen könnt. Dort gibt es verschiedene Führungen für jeden Schritt, zum Beispiel Spachtelmassen, Untergrundvorbereitung, CM-Messung, Temperaturen, OSB-Platten. Ich zum Beispiel habe viel mit Altbau zu tun. Dort gibt es immer wieder Holzböden, dort steht drin, welche Steuerkartoffeln dein Holz haben, welche Schraubenabstände, bing, 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 bing. Alles ist niedergeschrieben, du weißt genau, wie du es auszuführen hast und es gibt auch keine Probleme mit der Kundschaft. Dort steht es drin, du bist abgesichert. Aber was noch wichtiger eigentlich für uns ist, sind die Angaben des Herstellers. Dort gibt es für jedes Produkt ein technisches Merkblatt, was für uns aussagekräftig ist. Aber mehr erzählt uns Christian jetzt dazu. Aber hast du noch Tipps, wo man nachlesen kann für irgendwelche Abteile? Also zum Beispiel DIN 18365. Hey, und das Ganze sogar ohne Spicker. Ja, haben wir gemerkt. Hast du noch weitere Tipps? TKB 10 Merkblatt zum Beispiel.
Das ist eins. Ja. Das ist eins. Also mal generell steht ja über allen Bodenbelastarbeiten steht ja die DIN 18356. Ja. Ja, wenn wir Parkettarbeiten nehmen, war ein Fehler. Hast du auch nicht mehr? Das ist meine gesagt, oder? Nein. Nee. Die 18356 ist die für Parkett. Parkett. 18365, so wie Tommy das richtig gesagt hat, macht natürlich die Bodenbelastarbeiten. Eine ganz wichtige DIN, finde ich, ist die 18202. Da geht es um Toleranzen ja, und Unebenheiten und was man so haben darf. Wie sage ich es, die DIN ist schon relativ kompliziert, die Schule, ja, ist schon relativ komplex. Ich arbeite mit dem Handbuch zur DIN, so nenne ich es mal. Warte, ich habe es, guck mal. Den Kommentar zur 18365. Ah, okay. Kann man den sehen? Ja, okay. Ist doch nicht ganz so dick. Genau, das ist verständlich. Das ist ein schönes Handbuch, passt in jedes Handschuhfach. Und meine persönliche Meinung, für jeden, der Bodenbelagsarbeiten ausführt, sollte. Muss. Ja, definitiv. Es sind ganz, ganz viele Sachen so erklärt, dass es auch wirklich jeder versteht. Ja, vor allem alles kannst du dir ja nicht immer merken, so hast du schnell nachgeblättert. Genau. Passt genau. In jedes Auto. Der Kommentar zur DIN 18365 ist ein verbändeübergreifender Kommentar. Heißt, es gibt mehrere Verbände. Du hast gerade schon, soll ich das aufschreiben? Kannst du gerne mit hinschreiben. Ja. Okay, machen wir hier mal einen Strich. Gibt zum Beispiel den TKB. Technische Kommission Bauklebstoffe. Ja? Dann gibt es den BEB, den Bundesverband Estrich und Belag. Ja? Dann haben wir, wenn wir mal, also gibt Ellen viele. Wenn du beim Bodenbelegen bist, hast du zum Beispiel den FEB, ja? Der Fachverband Elastischer Bodenbelege. Und dann kannst du. Kann man sich ein bisschen. Da könnte man glaube ich vollschreiben damit. Genau. Kannst du auf jeden Fall machen. Aber was eigentlich fast noch viel, viel wichtiger ist, sind immer die Angaben vom Hersteller. Ja. Also ich sag mal, wenn ihr unser Produkt einsetzt, dann guckt bitte bei uns auf der Internetseite www.tomsit.de. In unserem Fall, da steht zu jedem Produkt ein technisches Merkblatt, Datenblätter und alles dahinterlegt. So mache ich es zum Beispiel nur. Also hier bin ich selten drin, weil ich gucke beim Hersteller. Und wenn ich wirklich Probleme habe, Termin auf Baustelle und damit ist alles cool. Dafür sind wir ja da. Naja, aber dann kannst du halt auch vor Ort das genau angucken. Aber du hast das erwähnt. Warum hast du das erwähnt? Holzschussbild. Weil ich dir irgendwann mal erklärt habe, dass man da ganz viel nachlesen kann. Genau. Die TKB-Mitglieder, mittlerweile sind es 20, die werden regelmäßig aktualisiert. Das Schöne bei diesen Merkblättern, die sind kostenfrei. Also für jeden. Frei im Internet eingeben, kannst du nachlesen. Blendest du unten einen Link ein? Ich kann es unten alles verlinken und da könnt ihr direkt draufklicken. Genau. Alles, ich kann alles, was wir so aufschreiben, verlinke ich unten zum Nachlesen. Also TKB ist ich glaube, das Einfachste. Weil es kurz ist, deine Schraubenabstände stehen drin. Du brauchst dich mit keinem mehr rumstreiten. Du machst es so, wie es drin steht, machst ein Foto als Beweis und wenn was passiert, bist du abgesichert. Das ist das TKB 10. Mhm. Ich sag mal, was ich ganz wichtig finde, ist zum Beispiel TKB 8 und TKB 9. Mhm. Da geht es um Spachtelmassen und da geht es auch um die Untergrundvorbereitung. Ja, dann gibt es ein TKB über Klebstoffzahnung. Ja. Ja. Ja, für alles. Muss ja auch alles. Genial finde ich eigentlich das TKB 16. Da geht es um CM-Messung. Okay, da bin ich. Wir sind ja in Deutschland und ich sag mal, Prüfpflicht bei jedem Boden, vor jedem Bodenbelastarbeiten, oder vor allen Bodenbelastarbeiten sind halt immer die Prüfpflichten und da zählt auch eine CM-Messung zu. Aha. Ja, und da kann man mal nachlesen, wie es wirklich gemacht werden muss. Ja. Es wird auch oft falsch durchgeführt, was man so teilweise sieht. Und leider, ja. Auch was immer ein Thema ist, die habe ich als Techniker, wenn ich auf Baustellen komme, gerade im Neubau, ist das Thema Temperatur. Ja. Ja, und oder klimatische Bedingungen gibt es auch ein Merkblatt zu. Ja. Kann man ganz viel rauslesen. Das und auch schon mit falschen Lüften, fängt es schon an. Ja, oder einfach vorhandene Temperaturen. Ich meine, momentan haben wir Frühling draußen. Ja, aber das ist jetzt mal nicht normal. Ja. Mindesttemperatur auf dem Boden, Mindestraumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, sind ja alles geregelte Sachen. Und so eine Sachen, da kann man immer mal ein bisschen sich Hilfe holen. Ja. Ich schreibe ja auch auf bei Empfehlung, nachdem ich die drei Fragen geklärt habe. Und wenn es Probleme gibt, kommentiere ich gerne auch einzelne Geschichten. Klassisches Beispiel FEB. Wir haben ja irgendwann darüber gesprochen, was mache ich, wenn ich 10 mm spachteln muss. Epoxy. FEB. BEB. 10 mm spachteln. Genau. Ja, da steht es drin. Ja. Warum? Weil es Dispersionsrandierung anlösen kann. Genau. Das ist einfach in der mittleren Schichtstärke. Ja. Ist halt auch gerade, wenn man für Kunden arbeitet, wo es vielleicht jemand anderes nicht so niedergeschrieben hat oder warum ist jetzt eine teure Grundierung,
hier steht es drin, bist abgesichert. Genau. Das sagt ja auch der Trainer. Man kann halt bestimmte Sachen einfach bekommen. Ja. Ja. Und das ist schon ultra wichtig. Wie gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Oder wen du anrufen kannst. So mache ich es. Ja. Ich telefoniere lieber, statt zu lesen. Kapitel 3. Welche Untergründe gibt es eigentlich? Im ersten Step unterscheidet man erstmal zwischen Alt- und Neuuntergrund. Dann unterscheiden wir noch nach Bindemittel. Da gibt es zum Beispiel den Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Steinholzestrich, Magnesiestrich, Gussasphalt. Was es damit alles auf sich hat und ab wann ist ein Estrich eigentlich alt? Das erzählt uns jetzt Christian. Bei mir ist fast alles ein Altbau. Treffe ich meistens, wenn er noch 5 Untergründe. Also wir unterscheiden mal generell erstmal nach 2. Okay. Neu und alt. Naja. Das ist mal das Erste. Ja? Es gibt neue Untergründe und alte Untergründe. Wann ist ein alter Untergrund und ein alter Untergrund? Standardfrage bei Ihrer Schulung. Wenn er gestern eingebaut wurde. Wenn du auf einen neuen Estrich heute eine Spachtelmasse drauf machst und machst sie heute Nachmittag wieder runter. Ist immer noch ein neuer Estrich. Nein. Nee, alter Estrich. Dann ja, genau. Das ist ein alter Untergrund. Ja, was du meinst natürlich sind Tatsache wirklich alte Untergründe, die schon mehrere Jahre oder Jahrzehnte drin sind. Ja. Genau, wir unterscheiden erstmal generell nach alt und neu. Ja, das ist einfach so. Ja. Dann haben wir, was du meinst, sind wahrscheinlich Estriche. Ja. Das ist Punkt 1. Ja. Darunter gibt es auch noch mal ein paar kleinere Unterscheidungen. Da unterscheiden wir nach Bindemittel. Ja, Anhydrit oder Zement. Genau, Zement, Calciumsulfat, Magnesia-Estrich, Steinholz-Estriche, bituminöse Estriche, sprich Gussasphalt. Ja. Das ist ohne Ende, ja. Holzuntergründe. Genau, sind Fertigteil-Estriche. Ja. Ja, die hört sich immer alles so hochtrabend an. Mit einer USB-Platte kann jeder was anfangen. Und ja. Oder Pharmazell-Platte, sage ich jetzt mal. Wobei man sagen muss, Pharmazell ist tatsächlich nur ein Hersteller. Ja. Ja, gibt es auch noch andere. Die man, wie mit einer Ringgipsplatte. Wie mit einem Tempotaschentuch. Ja, genau. Ja. Marketing war halt perfekt. Ich sag mal, das ist ja für UBA-Prinzip. Welchen Untergrund habe ich? Das ist der erste wichtige Schritt. Gerade im Altbau, wenn wir mal wieder zurück auf die UBA kommen, gerade im Altbau, wenn man eben nicht mehr weiß, was unter diesen X-Spachtelmassenschichten drunter ist, ja, Prüfung generell mit handwerksüblichen Mitteln. Und da zieht zum Beispiel auch ein Hammer und ein Meißel dazu. Ja. Und lasst es euch einfach nicht verwehren, wenn ihr auf die Baustelle kommt und sagt, UBA-Prinzip habe ich gehört, ich soll ja prüfen, ich muss den Untergrund prüfen, auch mal ein Loch zu schlagen. Das ist völlig korrekt, das ist auch wichtig. Ja. Ja, und gerade wenn du im Bestand bist und hast einen Estrich, der vielleicht schon mal das ein oder andere Jahrzehnt hinter sich hat, kann man auch mal prüfen, ist der denn ausreichend dick, ist der ausreichend fest. Ja, ja vor allem, was ist wirklich unten drunter? Nach dreimal Spachteln, ist halt ganz oft, dass sie schon dreimal irgendwas gespachtelt haben, du weißt nicht mehr, was unten drunter ist. Genau. Kunde wissen meistens selber nicht. Deswegen aufhaken, reingucken. Sag mal, alte Spachtelmassenschichten ist noch ein ganz anderes Thema. Mhm. Ja, grundsätzlich sind diese ja zu entfernen. Steht auch im Kommentar 18365. Ja. Eines der meist zitierten Kommentare von mir. Ja. Ist halt so, birgen halt immer Risiken. Ja. Ja, das, weil du nicht weißt, was ist. Ja, auch da wieder das UBA-Prinzip. Mhm. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal wissen, als Bodenbelag soll ein Parkettboden rein. Ja. Dann weißt du, ein Parkettboden braucht immer eine ordentliche Festigkeit unten drunter. Ja, Parkett, ganz normal, gerade zum Jahreszeitenwechsel, hohe Schwind- und Flugkräfte. Ja. Heißt also, du brauchst wirklich einen stabilen, festen Verbund zum Untergrund und du brauchst auch eine Spachtelmasse, die das können. Ja. Die das kann. Und du weißt nicht, ob die schon drauf ist. Na, wenn du 6 Schichten Spachtelmassen dabei hast, dann wird bestimmt mindestens ein oder zwei dabei sein, die das die nicht können. Ja. Fakt ist, sobald ihr da oben drauf geht, ist das eure Baustelle. Ja. Ja, und jetzt mal schlussendlich muss man ganz klar sagen, das was da beim Kunden, was da vor euch liegt, ist nicht eure Baustelle. Ja. Ja, ist nicht eure Spachtelmasse. Das stimmt. Ich sag mal, wir unterscheiden, haben wir gesagt, nach Bindemittel, habe ich gesagt. Ja. Zementestrich, dann machen wir, ob neu oder alt, ist ja erstmal egal. Dann machen wir einen Calciumsulfatestrich. Ja. Ja. Da gibt es noch einen Unterschied, ob manuell oder konventionell eingebaut oder als Fließestrich. Ja. Dann haben wir sowas wie Magnesia, Steinholz. Gussasphalt. Oi. Soll ich da Linien vorzeichnen? Nein, aber deine Tafelwackel, der schreibt es so ein bisschen schwierig. Gussasphalt. Habe ich was vergessen beim Estrich? Mir fällt nichts ein. Zement kannst du mir sagen. Sag mal, das ist Altbau. Ja. Gussasphalt ist auch eher wenig. Ja, ich wollte gerade sagen, war mal kurzzeitig im Trend. Ja? Nee, kommt doch immer wieder vor. Ja. Ich finde den gar nicht so schlecht. Ist wenig. Magnesia und Steinholz ist, wie gesagt, eher alles so ein bisschen alt, obwohl es auch neue Steinholz-Estriche gibt. Ich sag mal, aber ich glaube, die
da oben. Das ist Nummer eins. Also, zumindest mal im Neubau ist das so. Ja, alles, was jetzt neu eingebaut wird, ist meistens das. Ja. Kapitel 4. Wir wissen jetzt also, welchen Estrich wir haben, aber was noch wichtiger ist, ist die Bestimmung der richtigen Konstruktion. Da gibt es zum Beispiel den Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich. Und so sehen die drei aus. Aber starten wir von vorne. Also das ist unsere Wand und hier kommt die Bodenplatte, könnte theoretisch auch mal eine Zwischendecke aus Beton sein. Der erste Estrich, Verbundestrich. Hier wird direkt auf die Bodenplatte nochmal Estrich gegossen, ohne dass irgendetwas dazwischen ist. Er hat quasi direkten Verbund mit der Bodenplatte. Hier ist je nach Alter die Möglichkeit zur aufsteigenden Nässe. Dann kommen wir zu Estrich auf Trennlage. Da ist zum Beispiel eine Schweißbahn oder eine PE-Folie verbaut. Das heißt, der Estrich hat keinen direkten Verbund mit der Bodenplatte. Kommen wir zum dritten, schwimmender Estrich. Unter diesen Estrich wird nochmal zusätzlich eine Dämmung verbaut. Auf die Dämmung kommt nochmal eine Folie, die die Dämmung vor dem Estrichleger schützt und dann wird der Estrich eingebaut. Jetzt stellen wir uns vor, da ist die Wand, denn jetzt kommt das Wichtigste, der Randabstreifen, der von oben nach unten durchgeht. Und an den Randabstreifen ist nochmal eine Lasche, die man mit der Folie über der Dämmung verklebt, damit auch wirklich kein Estrich irgendwie zur Wand kommen kann. Und der Randabstreifen guckt auch über den Estrich hinaus, damit wir mit unserer Spachtelmasse an den Randabstreifen rangießen können, damit auch unsere Spachtelmasse fern von der Wand bleibt. Merkt euch aber, hier hinten darf keine Ausgleichsmasse hinlaufen. Egal wie hoch wir spachteln, ob 3 mm oder 4 cm. Und damit es auch keiner überhört, es gehört immer ein Rand im Streifen verbaut. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit aufsteigender Nässe? Zählt eine Folie schon als Abdichtung? Und bis wohin muss ich eigentlich prüfen? Das erzählt dir jetzt Christian. Wir unterscheiden aber nicht nur nach Bindemittel, wir unterscheiden auch nach Konstruktion. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich im Rahmen unserer Vorbereitung vielleicht daran erinnerst. Wir haben gesagt, es gibt Verbundestriche, Estrich auf Trennlage und den klassischen schwimmenden Estrich. Ja. Und da muss man auch sagen, gerade bei den neuen Estrichen, jetzt alles, was so Wohnungsbau ist, ist, glaube ich... Alles schwimmender Estrich. Nee, alles nicht. Aber viel, hoch. Aber viel, ja. Zählt übrigens auch zum UBA-Prinzip. Ja? Wissen, was es für ein Estrich ist. Und welches System. Und auf eben Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, wollen wir das auch skizzieren? Das wäre eigentlich das Wichtigste jetzt mit. Ich habe da noch ein kleines Experiment hinten. Aber wir zeichnen es auf. Wir zeichnen es auf und machen das nachher mal, zeigen das mal in deiner Musterbox. Genau. Sehr gut, dann will ich mal gucken, dass ich so richtig zeichne. Also erstmal haben wir quasi eine Wand. Genau. Ja. Dann haben wir die Bodenplatte. Yep. Die Bodenplatte, ich werde sie mal etwas verlängern. Dann zeichnen wir die Estriche nacheinander. Okay? Ja. Das ist die Bodenplatte. Willst du mal Bodenplatte da hinten dran schreiben? Kann ich Bodenplatte dran schreiben? Also abkürzen mit BP. Schreib Bodenplatte. Bodenplatte. Unten ist Erde. Schüttung, Frostschutz. Genau. Aber es könnte auch nicht nur die Bodenplatte sein, sondern auch die Betondecke. Ja. Ja, auch da gibt es Verbundestriche. Mhm. Verbundestrich heißt im Endeffekt, Tatsache, direkt im Verbund auf der... Das ist ja maximal, wenn da eine flüssige Folie dazwischen, ne? Nee. Das ist komplett. Dann wäre es kein Verbund. Dann ist schon Trennlage. Ein Estrich auf Trennlage. Ich bock dir mal meinen roten Stift. Gib mir mal deinen roten Stift. Den machen wir mal daneben. Boah. Da hast du hier zum Beispiel eine PE-Folie. Ja. Ja. Oder halt eine Trennlage. Ja. Und dann liegt der Estrich da oben drauf. Ach so. Und dann haben wir einen schwimmenden Estrich. Schwimmende Estriche, glaube ich, gesagt, überhaupt 90% sind schwimmende Estriche. Gerne auch beheizt. Ja. Ja. Kannst du noch annehmen? Muss aber auch hier mal. Darf machen? Nein, schaffe ich. Muss bloß mal, ich habe so viele Hüllen in der Hand. Da hast du quasi unten die Folie. Ja, machst du blau, dann malst du mal eine Dämmung. Das ist die Dämmung. Mach Punkte rein. Ja, wunderbar. Du hast Zeichnung gelesen. Ja. Ja. Zack. Dann eine Folie hier oben drüber hört, über die Dämmung. Ja. Die Folie hat quasi die Aufgabe, die Dämmung zu schützen vor dem Estrichleger. Und dann kommt hier drauf der Estrich. Genau. Warum ist das wichtig? Zu wissen, welche Konstruktion wir haben. Ja, wegen Schallüberbrückung am Rand zum Beispiel, Ausdehnung. Würde ich jetzt sagen.
Wir hatten vorhin ganz am Anfang... Feuchtigkeit? Genau. Genau. Neue Bodenplatten, ja. Lange die trocknen, haben wir darüber gesprochen. Ja. Ja, und wenn du hier einen Verbund-Esszeug hast, musst du davon ausgehen, anderthalb bis drei Jahre ist eine lange Zeit, dass Feuchtigkeit von der Bodenplatte in den Estrich gelangt. Ja. Ja. Ist eine ganz normale physikalische Eigenschaft. Deswegen sind im Normalfall Verbund-Estriche vielleicht schon mal abzusperren, ja, weil immer Feuchtigkeit nachtrocknen kann. Also bevor man hier oben Ausgleich macht, einfach schon mal hier eine Trennlage einbauen. Epoxy etc. Genau. Hängt, wie gesagt, immer ein bisschen mit dem Alter zusammen. Ja, ja. Ja. Ist auch das klassische Beispiel, was wir vorhin hatten, auch in der Sanierung, wenn wir jetzt eine alte Bodenplatte haben. Ja, normalerweise gehört hier eine ordentliche Bauwerksabdichtung drunter. Und wie gesagt, ob die da ist, weiß keiner. Ob die da ist und intakt ist, weiß auch keiner. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, bestimmte Sachen einfach zu wissen. Aber selbst das, die Folie zählt ja nicht als Abdichtung, oder? Doch. Ja. Doch. Doch. Die Folie soll quasi verhindern, dass die Feuchtigkeit aus der Bodenplatte nach oben durchdiffundiert. Ja. Bei Arbeiten können ja Folien kaputt gehen. Ja. Was die, dann? Nicht deine Baustelle. Ja. Die Prüfpflicht vom Bodenleger geht genau bis hierhin. Ja. Unterkante. Estrich. Da ist die Prüfpflicht. Ob da unten eine Folie drin ist, kannst du nicht wissen. Kannst du davon ausgehen, dass es so ist. Kannst du aber nicht wissen, weil deine Prüfpflicht geht genau bis Unterkante Estrich. Okay. Wie sieht es dann aus mit Trennlagen, Randdämmstreifen etc.? Warte. Randdämmstreifen ist, einer meiner Lieblingsthemen geworden in den letzten 5 Jahren. Randdämmstreifen. Brauche ich Randdämmstreifen? 5 Stunden Thema Randdämmstreifen. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber brauche ich den unbedingt? An welcher Spachtelmassenstärke brauche ich den? Immer. Danke. Bitte. Ja und immer. Ja. Ja. Du hast jetzt das Thema Schallbrücken angesprochen, Randdämmstreifen gehört. Genau, jetzt muss ich den hier mal ein bisschen weiter, ein bisschen länger malen, den Estrich. Ja. Das ist der Estrich und hier, nein, das machen wir. Der ist meistens blau. Aber der ist so wichtig, den müssen wir eigentlich in Rot zeichnen. Okay. Ja. Hier gehört ein Randdämmstreifen hin. Der gehört abgeschnitten nach den Spachtelarbeiten. Genau. Eigentlich sagen wir ja, wenn der Bodenbelag schon liegt. Ist bei EBT, finde ich, nicht möglich. Und nicht erforderlich. Mhm. Danach in Spachtelarbeiten, aber bei Parkettarbeiten nach den Parkettarbeiten. Ja. Ja, so ganz wichtig. Und wie ist es jetzt hier? Machen wir schwarz. Wir haben jetzt hier eine Wand. Wo fängt der Randdämmstreifen an? Unten. Ja. Und geht komplett durch. Ja. Dämmung geht an Randdämmstreifen, Estrich geht an Randdämmstreifen. Geht alles an Randdämmstreifen. Also der Randdämmstreifen liegt im Normalfall, also unterm Estrich. Was hast du denn jetzt? Nee, die macht rot. Ich habe ihn jetzt rot gemacht. Ja. Okay, also sag mal, normalerweise der Randdämmstreifen ist ja nicht nur diesen Stellstreifen, den du kennst, den du jetzt hier nachträglich anbaust, sondern da gehört auch noch eine Folie dazu. Ja? Und der wird vom Estrichleger auch so ausgebildet, dass die Folie unten liegt, dass wirklich auch nichts passiert und nichts dahinter laufen kann. Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen mal ans Praxismuster. Aber gefühlt haben wir jetzt ganz wenig erzählt, oder? Gefühlt wenig? Nee. Wir waren ganz tief drin. Auf zu den Musterplatten. Hier machen wir dann noch schön Ausgleich. Herr Mallory Fröhlich. Du bist ein sehr geiler Typ. Ich weiß. Ist doch geil, wenn man das weiß. Dass man ich wollte eigentlich, dass du mir auch noch was sagst. Irgendwie. Dass ich auch ein cooler Typ bin oder dass ich wenigstens fetze. Du bist schon nicht verkehrt. Das reicht mir. Wir haben jetzt hier mal die kompletten Unterschiede. Das hier unten ist jetzt die Bodenplatte. Die steht jetzt irgendwo auf irgendeinem Grundstück und hier wird ein Haus drauf gebaut. Das sind jetzt die Außenwände. Ein Holzhaus? Und hier diesmal ein Holzhaus. Ökologisch korrekt. Und jetzt kommen wir auf die Aufbauten. Hier vorne zum Beispiel könnte man sich jetzt denken, wir haben ohne Trennlage gemacht. Die war einfach schön, das ist eine alte Bodenplatte. Hier kam Estrich und irgendwann später nochmal Estrich auf. Wir haben einen großen Betonklotz. Da also haben wir quasi jetzt einen Verbund-Estrich. Genau. Und hier ist jetzt der Stoß.
Dieses Hölzchen hier ist eine, ist das Nebengebäude und das wird das Haupthaus. Da haben wir jetzt eine komplette Bauwerksfuge. Einfach um das Thema aufzugreifen, Bauwerksfuge. Oh, du hast aber krasse Sprünge drauf. Ah, da, ich bin Eichhörnchen, das heißt. Ja, Eichhörnchen ist nichts dagegen. Ich sag mal, das Thema Risse und Fugen sollten wir vielleicht einfach nochmal getrennt behandeln. Ja. Aber wir wollten ja das, was ich gerade künstlerisch dargestellt habe, nochmal wirklich zeigen. Was, okay. Was du drüben hast, was du gerade gesagt hast, ist einfach Bodenestrich. Ja. Ja? Also quasi deine Bodenplatte, die hier lang durchgeht. Hier liegt der Estrich direkt oben drauf. Genau. Das wäre ein Verbundestrich. Unten ist eine Folie auf dem Erdbereich. Genau. Wissen wir nicht, ob die wirklich da ist und ob die noch funktioniert. Genau. Wenn wir davon ausgehen, dass die Spanplatte, die hier drunter liegt, mal den Altuntergrund simuliert. Ja. Dass die Bodenplatte ist, hättest du da einen Verbundestrich. Genau. Estrich auf Trennlage ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, haben wir jetzt mal nicht vorgebaut, aber ich denke im Endeffekt nachvollziehbar, wenn auf der Bodenplatte nur eine Folie liegt, wie die hier zum Beispiel. Angenommen, das ist jetzt der erste Estrich, eine Folie gelegt, zweiter Estrich, Estrich auf Trennlage. Genau. Und hier kann man jetzt zu dem System, was ich glaube 90% aller Haushalte ein schwimmender Deutschland Estrich. Ein schwimmender Estrich, Bodenplatte, die Folie liegt dazwischen, Dämmung hier ein bisschen sparsam, aber wir brauchen es nicht. Ja? Ökologisch nicht mehr. Wertvoll, hast du gesagt. Genau, wir wollen ja ein bisschen sparen. Hab mir jetzt gerade ein passendes Wort dafür überlegt. Und oben dann klassischerweise den Zementestrich oben drauf. Und hier ist dann meistens, wenn Fußbodenheizung drin ist, ist hier die Fußbodenheizung verlegt, Zementestrich drin. Und der ist dann viel stärker. Der muss, ganz wichtig. 4 cm über dem Rohr. Hey. Woher weißt du? Weil das ist das einzige Thema ist, was ich weiß. Nee, das stimmt nicht. Du weißt schon eine andere Menge. Genau. Kapitel 5. Prüflichten. Dazu habe ich schon ein ausführliches Video gemacht auf Baustelle mit CM-Messung, Bodenüberprüfung. Alles mit unten verlinkt. Also geprüft werden schon mal nur trockene Estriche. Und die werden auch nur bis Unterkante Estrich geprüft. Die werden erstmal auf Oberflächenfestigkeit geprüft. Und das alles mit handelsüblichen Werkzeugen. Hammer, Gratbürste, Gitterritz und dem Rira-Ritzgerät. Geiler Name, ich fühl's. Zudem musst du noch die Temperatur und die Feuchtigkeit prüfen. Das ist bei Zementestrich zum Beispiel 2% bei unbeheizten und 1,8% bei beheizten Estrichen. Bei Calciumsulfat zum Beispiel 0,5% bei unbeheizten und 0,3% bei beheizten. Ich habe dafür extra ein Musterstück gemacht. Allerdings einen Tag bevor wir gedreht haben, also war es noch ein bisschen frisch. Daran zeigt uns Christian jetzt alles, was wir wissen müssen. Ich habe vorhin gesagt, unsere Prüfpflichten oder eure Prüfpflichten, darf ruhig unser sagen, weil ich bin auch Bodenleger. Unsere Prüfpflichten geht genau bis hierhin. Ja. Prüfpflichten haben wir jede Menge. Ja, wir gucken gleich mal durch, was wir alles machen müssen. Wobei wir sie... Und vor allem wann? Genau, wobei wir hier tatsächlich praktischerweise noch nicht ausführen dürfen. Ja, müssen wir in 6 Wochen wieder kommen. Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Alles, was an Prüfpflichten gemacht wird, immer, wenn der Estrich trocken ist. Ja. Ja, denke ich mal auch nachvollziehbar, wenn du einen nassen Estrich hast, der jetzt noch nicht ausreichend ausgehärtet ist, da kann keine ist er logischerweise in der Oberfläche weich. Ja. Genau, Prüfpflichten gehen bis an die Unterkante. Feuchtigkeit messen mittels CM-Methode war im TKB, hast du es dir gemerkt? 16. Hey, Alter, nicht schlecht, TKW 16, genau. Du kannst damit umgehen, das weiß ich. Gehen auch genau bis hier hinten. Ja? Ja. CM-Messung, Feuchtigkeit gemessen, wird über den gesamten Querschnitt. Aber wenn wir über Feuchtigkeit reden, Tommy, sollten wir vielleicht erstmal über Feuchtigkeitswerte reden. Ja. Die sind ja ganz, ganz wichtig. Da unterscheidet man auch wieder beheizte Konstruktionen, unbeheizte Konstruktionen. Beim Zementestrich, klassischerweise wie bei dir, unbeheizte Konstruktion, dürfen wir maximal 2% Restfeuchte haben. Ist eine Fußbodenheizung drin, 1,8% hängt einfach damit zusammen, dass der höhere Dampfdruck vorhanden ist. Beim Calciumsulfat-Estrich ist das ein kleines bisschen anders. Ja, da haben wir bei einer unbeheizten Konstruktion 0,5. Okay. Und bei einer beheizten Konstruktion 0,3. Ja, einfach mal, dass man es abspeichert, kann man aber wie gesagt überall nachlesen. Aber Möglichkeiten, angenommen die Restfeuchte ist noch zu hoch und man muss rein, gibt es Möglichkeiten? Gibt's. Beim Calciumsulfat-Estrich leider nein. Ja. Calciumsulfat-Estrich ist gipsbasiert, Bindemittel hatten wir vorhin auch schon mal kurz. Wird definitiv nicht abgesperrt, den muss trocknen. Zementestrich, Zement ist unempfindlich, was Feuchtigkeit angeht, kann man auf jeden Fall absperren. Ja. Perfekt. Gibt es die ein oder andere Grundierung für? Ja, wir haben Dispersionsfeuchtigkeitssperren, Polyurethanfeuchtigkeitssperren und oder Epoxy.
Ich denke, das machen wir aber nachher nochmal kurz. Genau. Das können wir dann. Jetzt geht es erstmal darum, welche Fugen haben wir hier bald? Nee, wir prüfen. Wir prüfen erstmal. Wir lassen es mal ruhig noch prüfen. Ich denke, wir warten jetzt 6 Wochen. Wollen wir mal gucken, Würdest du Kaffee kochen? Kaffee kochen? Oh ja, jetzt, das will ich jetzt mal wissen, die Feuchte hier. Ich will mal gucken, was passiert. Erstmal nix, weil das Gerät piept. Das ist der Klassiker. Please hold the line. Das ist der Klassiker. Bitte wenden. Der ist wirklich noch klatschnass. Ich finde, es geht. Ja, du liegst auf Kopf. Also mein Gerät, man darf nicht vergessen, mein Gerät geht bis 150. Ich habe hier mal schlanke 147. Scheiße. Digits. Digits. Ist aber, das sagt erstmal nichts aus. Ja. Ja, das Gerät hier, oder diese Geräte, sind ja nur einfach zur digitalen Vorprüfung. Ja. Also ich würde in den Raum reingehen und würde mal gucken, wo ist die feuchteste Stelle. Ja, und da dann eben die CM-Messung machen bei unbeheizten Estrichen. Beim beheizten Estrichen, ganz wichtig, auch eine Prüfungspflicht. Ja. Aber da hat ja der Estrichschläger seine Pinze eingesteckt. Mhm. Und nur dort darfst du prüfen, sonst wird's nass. Das ist, theoretisch sollte das so sein. Ja. Ja. Praktisch wird's besser, ja. Aber es ist immer noch so, dass ganz viele Messpunkte, so nennen sie sich, nicht vorhanden sind. Beim Messpunkt, nur dass es mal gehört hat, beim Messpunkt ist es so, dass, guck mal, wir haben hier mal ein Beispiel. Ja. Soll ich jetzt hier vorne reinstecken? Das kriegst du. Ja! Ja, so könnte ein Messpunkt aussehen, natürlich. Der ist quasi in der Mitte von irgendeinem Raum, meistens. Ja. Oben gucken die dann raus. Genau. Und 10 cm ringsherum ist Platz für die CWM-Messung. Genau, ob das die Mitte des Raums ist oder nicht. Ja. Ist ja relativ. Ne? Da wo im Normalfall, da wo die Schleife quasi den Rückwind antritt. Ja. Gut, das ist ja meistens ein Drittel vom Raum oder so. Ne? Ja. Unterschiedlich. Das kann ganz viel sein. Manchmal ist es so bloß, also nicht ein richtiger Messpunkt. Es gibt ja Messpunkte, da steht oben Messpunkt drauf. Ja. Also, ja, für die Schwierigkeit haben, andere Sachen zu suchen. Aber das kann auch mal ein rostiger Nagel sein. Ja. Oder ein Kabel. Also was gerade rumliegt da. Je nachdem, was der Estrichschläger gerade gefunden hat. Ja, Feuchtigkeit. Aber wir haben ja nicht nur Feuchtigkeit. Ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch noch Oberflächenfestigkeit. Ja. Oberflächenfestigkeit, wie gesagt, in deinem Fall wenn man das nicht machen, weil der ist tatsächlich noch nass. Oberflächenfestigkeit. Einfach, ja. Mal generell. Style ist immer wichtig. Mal generell, wir prüfen alle Prüfflichten mit handwerksüblichen Prüfmitteln. Ja. Ja, und an der Drahtbürste ist tatsächlich nichts Verwerfliches dran. Ich habe jetzt wirklich Angst. Dann mach's nicht. Ich mach's ein bisschen. Was geht? Jo. Ja. Damit hast du nicht übertreiben. Aber hier würdest du zum Beispiel sehen, dass du das weiche Bestandteile rausbürst. Genau. Ja, in deinem Fall völlig legitim nochmal, aber sollte beim trockenen Estrich natürlich so nicht aussehen. Passieren, ja. Genau. Dann haben wir die erweiterte Variante davon. Gitterritz. Da haben wir bei dir auch bitte auf gar keinen Fall ausführen, weil der ist zu weich. Gitterritzprobe mit dem Riri-Ritzgerät. Heißt Tatsache so, kann ich nicht ändern. Hört sich komisch an, ist aber wirklich so. Das Riri-Ritzgerät hat hier unten eine Nadel. Ja, hier oben stellt man die Spannung ein. Je nach Anforderung, ja, sind wir wieder beim Thema UBA. Normaler Bereich, gewerblicher Bereich, Industriebereich. Ja. Ja. Und dann ist eine Feder drin, egal wer das macht, ob Tommy ist deutlich stärker und kräftiger als ich. Ja. Das stimmt. Das soll ich bloß nochmal betonen. Schön ist, dass du selber lachen musst, finde ich gut. Egal wer das macht, ja. Egal ob schwach oder stark, wenn ihr damit eine Ritzprobe macht, ist es immer der gleiche Druck. Ja. Hier ist eine Feder drin. Genau. Das wäre noch eine Variante und ganz, ganz wichtig haben wir noch die Hammerschlagmethode. Auch die werden wir in deinem Estrich mal sein lassen. Ja. Ja, Hammerschlag würde im Endeffekt heißen, wir hauen einmal im, sagen wir, dezenten Winkel von 45 Grad mal auf den Estrich oben drauf und gucken, was passiert. Wenn der abplatzt, ja, dann weißt du, das ist irgendwie Probleme mit der Festigkeit. Genau. Kapitel 6. Rand im Streifen und Fugen. Das Wichtigste zuerst. Ein Rand im Streifen muss immer rein, egal wie hoch wir Ausgleich gießen. Dann gibt es auch unterschiedliche Fugen, zum Beispiel Bewegungsfuge, Bauwerkstrennfuge, Scheinfuge und auch die ganz normalen Risse, die wir haben. Aber welche davon kann ich schließen und welche muss ich bis in den Belag übernehmen? Das zeigt uns jetzt Christian. Wenn du damit anfangen möchtest, der Rand im Streifen, hat Tommy ganz, ganz hervorragend gemacht, ist auf jeden Fall da. So muss der auch aussehen. Ja, hier wurde jetzt mechanisch vorbereitet, grundiert, gespachtelt. Sagen wir, da kommt eine LVT drauf, dann kann er ab und fertig. Vorhin schon jetzt nicht passieren darf, der Maler kommt, schneidet den ab, dass der bis runter spachteln kann.
Dann musst du hier wieder einen zusätzlichen Rand im Streifen einbauen, damit du deinen Boden spachteln kannst. Korrekt. Korrekt. Warum? Einfach um Schallbrücken zu vermeiden. Ja. Das Schlimme ist, dass es viele Leute gibt, die sich ja nicht mal bücken beim Rand im Streifen abschneiden, sondern das im Stehen machen. Und dann hier mit so einer, meine ist nicht mehr ganz so lang, aber mit einer langen Abbrechklinge und dann auch noch so schneiden. Ach so, dass es nach hinten läuft. Ja. Genau. Genau. Okay. Also, Rand im Streifen sind wichtig, hier sind sie dran. Wir gucken hier nochmal runter zu der Großfläche, da gibt es noch eine Alternative. Ja. Spachtelmassenhöhe bei Rand im Streifen, haben wir drüber gesprochen, ja? Gibt keine. Nee. Die muss immer dran. Ja. Aber das hier ist auch eine Fuge. Genau. Ja, das ist ein Übergang, oder? Das ist ein wahnsinniger Übergang. Perfekt. Den müssen wir uns sortieren. Weil das hier ist eine Randfuge. Und eine Randfuge gilt auch als Bewegungsfuge. Ja. Dehnungsfuge umgangssprachlich. Richtig heißt es tatsächlich Bewegungsfuge. Einfach damit sich die Estrichplatten dementsprechend bewegen können, ausreichend bewegen. Und das ist jetzt nicht nur bei Beheizen, das ist bei jedem Estrich. Ja. Weil viele denken immer, ja, das ist aber unbeheizt, was soll das sich bewegen? Die Randfuge ist immer da. Ja. Ja. Was beim unbeheizten Estrich vielleicht nicht da ist, ist die Fuge hier in der Mitte. Du hast hier eine Bewegungsfuge angelegt. Ja. Ja, die ist beim unbeheizten Estrich nicht zwangsläufig erforderlich. Hier ist sie da, also gehen wir davon aus, der Estrich ist beheizt. Ein Heizkreis, noch ein Heizkreis. Ja, deswegen brauchen wir hier eine Bewegungsfuge. Dürfen wir die zumachen? Nein. Machst du die zu? Manchmal. Warum? Weil es manchmal geht. Weil es manchmal geht. Grundsätzlich kann man wieder den Kommentar zu 18365 nehmen. Steht dort drinnen, wie mit den Fugen umzugehen ist. Ich würde mich hier mal oben drauflegen. Sieht man das? Müsste. Man könnte es mal ein kleines bisschen steiler machen. Wie damit umzugehen ist, steht grundsätzlich hier mal drinnen. Und da steht bei Bewegungsfugen, die sind mittels geeignetem Profil bis in die Belagsoberfläche zu übernehmen. Und das sind die Profile. Und sind damit flexibel. Aber solche Zugänge sind, oder solche Fugen sind ja immer nur im Türbereich. Oder gibt es auch Möglichkeiten, dass es in großen Räumen sind? Ja, selbstverständlich. Riesengroße Wohnzimmer mit zwei unterschiedlichen Heizkreisen. Genau. Genau. Also grundsätzlich sind die immer, pro Heizkreis gibt es immer eine Fuge, eine Bewegungsfuge. Ist einfach so. Aber wie ihr mit Rissen und Fugen oder insbesondere mit Fugen umzugehen habt, das sagt euch mal grundsätzlich der Planer und der Architekt. Ja, zumindest mal im Neubau. Im Altbau wird das ein bisschen schwierig, da gibt es die ja nicht mehr. Aber auch die Profile. Ja, ist das Profil überhaupt dafür geeignet? Ja, ist immer Planungssache. Schwierig. Du hast dort auf deiner Seite eine Fuge angesetzt. Ach ja. Ja, warte, wir haben die Randfuge und die Bewegungsfuge. Ja. Dann gibt es aber noch Scheinfugen. Lass uns mit Scheinfugen weitermachen. Ja. Scheinfuge, was ist eine Scheinfuge? Eine Scheinfuge wäre... Ja. Ja, bitte. Wesig. Na dann, hau raus. Pass auf, hier ist die Tür und ist kein Rand im Streifen drin. Der Estrichleger macht seinen Estrich, schneidet den Estrich im ersten Drittel plus mit dem Kelchschnitt ein und so macht eine Sollbruchstelle. Genau, das sind sogenannte Arbeitsfugen, Scheinfugen. Ja. Ja. Die kann man schließen. Du hast da hinten eine, du hast es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, Anbau... Bestehender Bau, also eine Bauwerkstrennfuge. Genau. Die Bauwerkstrennfuge geht mal grundsätzlich bis runter, auch durch die Bodenplatte, logischerweise durch die Bodenplatte. Ja. Weil angenommen, das ist jetzt wirklich ein alter Anbau von der Scheune oder so und du machst dein Haus daneben, dann musst du die Fuge von unten bis ganz nach oben, bis durch den Belag komplett übernehmen. Du hast eben gerade erklärt, Bauwerkstrennfuge geht durchs gesamte Gebäude. Genau. Also nicht nur durch die Bodenplatte, durch den Estrich, durch den Bodenbelag, sondern auch durch die Wände. Genau. Ja? Und auch durch die Decke. Deswegen haben wir hier jetzt mal zweischalig gebaut. Und die geht komplett durch, bis durchs Dach. Genau. Komplett. Daran erkennt man die vielleicht auch manchmal. Ja, wenn man auf die Baustelle kommt und sieht eine Fuge und kann es nicht gleich zuordnen, guckt einfach mal kurz an die. Wo bin ich denn da? Guckt einfach mal kurz. Ich war kurz aus dem Bild. Oder nur teilweise. Guckt einfach mal kurz an der Wand lang hoch oder auch mal auf der Decke. Wenn man ringsrum die gleiche Fuge sieht, dann ist es in der Regel eine Bauwerkstrennfuge. Ja. Aber auch hier ganz wichtig: Planer, Architekt, ja, der weiß warum. Ja, gerade solche Dinger, das ist immer. Da ist schon eigentlich immer Planer steckt, immer involviert. Sollte. Ja. Gibt es noch Risse? Zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, wenn jetzt hier zum Beispiel nur eine Scheinfuge ist,
im Türbereich, unbeheizter Estrich, darf ich die zuharzen? Du darfst nicht nur, du musst sogar. Mhm. Genauso wie wenn komplett durch den Raum so ein kleiner Riss ist vom Estrich, gibt es auch Mittel und Wege. Genau, du musst, ein Riss muss verschlossen werden. Und wir gucken jetzt mal wie. Ich weiß nicht, was sind das für grüne Striche da? Grüne? Ja. Das ist der Ton. Die bewegen sich immer, wenn du was sagst. Ja, das ist furchtbar. Die verfolgen mich. Wir haben jetzt hier einen komplett frischen Estrich eingebaut. Und trotzdem ist ein kompletter Riss durch den Raum. Haben wir zwei einzelne Platten. Wie verbinden wir die? Wie sanieren wir den Riss, meinst du? Wie sanieren wir den Riss? In deinem Fall mit dem Radiergummi. Ja, nein, Quatsch, natürlich nicht. Risse, gerade in Zementestrichen oder auch Scheinfugen, Arbeitsfugen, ja, was wir vorhin schon mal kurz gesagt haben, müssen kraftschlüssig verschlossen werden. Stand der Technik bis dato. Dazu gibt es mehrere Varianten. Entweder zum Beispiel ein Epoxidharzmaterial oder bei unserem Fall ist es Gießharz oder mit einem Silikatharz zum Beispiel. Ja. Grundsätzlich wird ein Riss immer aufgeweitet. Ja. Ja. Dann kommt eine Estrichklammer rein, alle 20 bis 30 Zentimeter. Guck mal, ich habe hier eine Estrichklammer. Aber auch eine Estrichklammer? Okay, das sind 20, wir machen 25, so. Ja. Die wird mit der Flex aufgeschnitten. Genau, wir schneiden einmal komplett lang, hier die ein, legen die Klammern rein und verharzen. Richtig. Ganz wichtig oben drauf, Sand. Ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig beim Einflexen. Nicht bloß mit der Flex einmal oben drüber tüdeln, sondern ordentlich zwei Drittel der Estrichstärke sollten mit einem Harz verschlossen werden. Und dann ist es egal, ob ein Silikatharz, so wie bei uns das R729 oder das R727, das Gießharz. Tommy ist ein Freund vom Gießharz, wir machen es aber. Wir machen es aber. Also wenn ich kleinere Flächen habe, ist das, finde ich, die viel bessere Lösung. Weil hier hast du zu viel übrig. Genau, ist doch vom Handling her viel einfach. Oh, das machst du spitze. Die Risse sind ausgesaugt oder aufgeweitet, so wie man es machen soll. Man kann das hier vorne sehen, Tommy, geh mal kurz herunter. Ja, wirklich nicht so nah ran an deinen kaputten Estrich, aber wirklich ausreichend tief. Estrichklammern sind auch drin. Jetzt geht es quasi darum, wie verschließt man es. Eben schon mal kurz drüber gesprochen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal mit unserem Gießharz, mit dem R727, Epoxidharzmaterial. Dann haben wir hier das Silikatharz. Das werden wir jetzt auch praktisch machen. Ich will aber noch kurz erwähnen, dass es natürlich auch noch eine Alternative gibt zu diesen Reaktionsharzprodukten. Die machen wir, glaube ich, nachher auch nochmal. Zeigen euch in einem anderen Video oder in einem weiteren Video, wie man eine Rissanierung machen kann ohne Reaktionsharzen. Wir haben hier das R729, ist eine Silikatharz, ist eine 1:1 Komponente. Kann man, glaube ich, auch ganz wunderbar sehen. Gleich befüllt, eine Komponente kommt in die andere. Ordentlich schütteln, dann findet ihr eine exotherme Reaktion statt, so heißt es. Ja, also beide Komponenten sind zusammen, reagieren miteinander und über die Zeit bindet das Material ab und verändert natürlich auch seine Eigenschaften. Also seine Eigenschaften nicht, seine Konsistenz. Ja, am Anfang, gerade für kleine feine Risse, relativ dünnflüssig, dass man auch problemlos kleine feine Risse verfüllen kann. Bei dir muss man leider vielleicht noch ein, zwei Minuten warten, der Riss ist etwas breiter. Aber das ist halt das Schöne am R729, wenn man ein bisschen wartet, wird das zähflüssiger, sodass man auch größere Risse dementsprechend verschließen kann. Soll ich das mal machen? Das wäre lieb. Dazu setze ich mir aber die Schutzbrille auf. Warum? Weil wir es müssen. Denkt immer dran, ihr habt bloß zwei Augen. Ja, deswegen aufsetzen. Welche Komponente kippen wir in welche? Wir kippen die helle in die dunkle. Warum? Weil du die helle zuerst angehoben hast. Weil es die dünnere Komponente ist. Stimmt. Ich habe bei der letzten Schulung, habe ich gesagt, weil es auch geiler aussieht. Ach so. Wenn du jetzt mal guckst, sieht das doch aus wie ein cooler Spezi, oder? Oh yeah, aber trinken werde ich nicht. Solltest du auch nicht. genau, Komponente A und Komponente B. Wir sagen ca. 20 Sekunden schütteln. Du wolltest schütteln.
Dann haben wir natürlich beim R729, das ist nämlich auch super, hier oben diese kleine Tülle drin. Ihr kennt das vielleicht von den, vom Leim, vom Holzleim, kennt man das immer. Ja. Hier kann man dann auch je nach Fugenbreite oder je nach Rissbreite die Tülle wegschneiden. Ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil bei dir könnte ich eigentlich ohne den Deckel rein. Nein, machen wir aber natürlich nicht. Wir wollen ja einfach zeigen, wie das funktioniert. Hätten wir jetzt einen kleinen feinen Riss, könnten wir hier ganz wunderbar mit der Führung von dem Deckel dafür sorgen, dass das Material da auch wirklich schön reinläuft. Warte. Ja, ist immer wichtig, wenn man sieht, dass was wegläuft, so wie hier zum Beispiel, ja, kann man auch problemlos nochmal hinterhergehen. Wir mehren hier noch mal ein bisschen was rein. Das ist so, dass man sieht, dass es halt auch übertrieben ist. Jetzt haben wir natürlich Material im Überschuss dran. Ja, wenn wir das so abquarzen, weil wir müssen es abquarzen, ist es natürlich jede Menge Material auch in der Aufbauhöhe. Deswegen Spachtel oder in unserem Fall ein Stück Vinyl. Genau. Ziehen wir einfach noch mal drüber. Ja. Kann man auch schon sehen, Fuge ist super verschlossen. Quarzsand brauchen wir einfach, um die Griffigkeit zu erzeugen. Weil das Silikatharz oder auch das Gießharz, für so eine harte, glatte Oberfläche, dass da nichts drauf hält. Deswegen machen wir eine Quarzsandabstreuung. Quarzsand immer im Überschuss. Wenn es fertig ist mit Reagieren, also wenn es ausreagiert hat, Staubsauger, ordentlich absaugen und dann werdet ihr vielleicht nachher noch sehen, wie das aussieht. Brauchen wir aber, ganz wichtig. Okay, Risse haben wir damit verschlossen. Wir haben aber noch Material über, Tommy. Weißt du, was wir noch machen können? Wir könnten eine Schiene damit einkleben. Genau, wollen wir das mal machen? Dein, let's go! Bewegungsfugenprofil. Wichtig ist beim Bewegungsfugenprofil oder bei Metallprofilen, dass die Oberfläche, also die Rückseite logischerweise, dann immer fettfrei ist, sauber und fettfrei. Auch hier logischerweise links und rechts neben der Fuge. Ja, die Fuge wollen wir nicht verschließen. Material auftragen. Schiene eindrücken. Beim geraden Estrich super. Ja. Warum machst du? Überschüssiges Material sollte man immer gleich mal wegziehen, weil das stört alles noch beim Spachteln. Kapitel 7. 7. Grundierung. Da gibt es ja wirklich eine breite Palette. Und es gibt auch für jeden Untergrund die perfekte Grundierung. Aber auch da kann man ganz schnell ins Klo greifen, denn nicht jede Grundierung ist auch für jeden Bodenbelag oder jede Spachtelmasse geeignet. Christian, klärt's auf. Also ich muss wirklich sagen, neben dir sehe ich halt noch mal besser aus. Ne? Schaut's weg? Nö. Wir haben jetzt den Untergrund geprüft. Wir wissen den Aufbau. Haben theoretisch schon alles durchgeschliffen. Also jeder, egal ob neuer Estrich, alter Belag, muss eben auf jeden Fall mindestens angeschliffen werden. Geschliffen ist er, gesaugt ist er, Risse sind verharzt, das Thema Fugen haben wir auch geklärt. Genau. Wir können theoretisch loslegen mit einem Spachteln. Oder müssen wir noch vorher grundieren? Ja. Immer? Ja. Okay. Was haben wir? Jede Menge Grundierung. Fünf verschiedene Eimer. Welche nehmen wir wann? Die ist mein Liebling. Ja. Was hast du gesagt? Die eierlegende Wollmilchsau. Ja, klar. Wollen wir damit anfangen? Ich würde damit anfangen. Okay, die eierlegende Wollmilchsau. Warum? Weil wir sie auf jedem Untergrund einsetzen können. Auf jedem. Auf jedem trockenen Untergrund, muss man dazu sagen. Ja. Ist keine Feuchtigkeitssperre, obwohl es zweikomponentig ist. Aber haftet dadurch auf allen. Holz. Genau. Dafür Fliesen. Keramische Fliesen. Zementär auch noch. Na klar. Wahnsinn. Macht natürlich nicht überall Sinn, aber man kann es auf jedem Untergrund einsetzen. Auch hiermit kann man mal ein Profil kleben. Funktioniert super. Also zum Beispiel das Seeprofil, was wir von Fugen haben, könnte man damit komplett einspachteln und ist sofort fertig. Ja. Das ist natürlich super. Man kann zum Beispiel, kommen wir dann später dazu, die andere Rissvariante mit dem Gewebe. Wann können wir normal Dispersionsgrundierung nehmen?
auch, also ich sag mal, man muss kurz gucken, wir unterscheiden bei, habe ich vorhin gesagt, bei Estrich, Bindemittel und, machen wir hier genauso. Wir haben hier einmal Dispersionsgrundierung, da Reaktionsharzgrundierung. Eine Dispersionsgrundierung, in unserem Fall die R766, ist eine Multivorstrich. Einsetzbar auch auf, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, allen trockenen Untergründen. Ja, je nach Verdünnungsgrad, natürlich, den muss man immer ein bisschen beachten. Ja. Wenn wir klassischerweise ausgehen von einem neuen Zementestrich oder einem neuen Calciumsulfat-Estrich, können wir hier 1:4 verdünnen, ja, und dann aufrollen. Genau. Kurz- oder langflorische Walze? Lang. Lang. Ja, keine Fassadenwalze, aber schon nicht... 12 mm oder was die haben. Ja, genau. Ja. Keine Schaumstoffwalze, weil wir müssen eben dementsprechend Material aufbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Grundierung, wie gesagt, stellt eine gleichmäßige Saugfähigkeit her und dazu brauchen wir halt auch dementsprechend Material. Also, und da wird es schon hoch verdünnt haben, nicht 1 genau. Sag 1. Ich sag mal, wenn das verdünnt und wir sagen 1:4, macht das bei der R766 eine Menge von 40 Gramm auf Quadratmeter. 40 Gramm ist ein Schnapsglas. Ja. Also deswegen. Ist jetzt nicht relevant. Brauchen wir nicht geizen. Nein. Wie gesagt, das ist eine Multivorstrich. Klassischerweise 1:4 einzusetzen auf allen saugfähigen Untergrund. Wenn wir jetzt auf eine OSB-Platte gehen und nicht, warum auch immer nicht, mit der R97 arbeiten wollen, 1:1. Ein Gussasphalt, ein dichter Untergrund, auch 1:1. Fliese? 1:1. 1:1. Wir setzen sie aber auch ein als Haftbrücke auf unseren Kunstharzgrundierung, also auf der Epoxidharzgrundierung und der Polyurethangrundierung. Da brauchen wir sie dann aber unverdünnt. Ja, also komplett, ja. Genau, einfach nur als Haftbrücke. Das wäre R766, wie gesagt, auch ein Produkt, was man, ja, wie gesagt, jeden braucht. Beachten, hier mit einer kurzflorigen Walze, wenn wir 1:1. Genau. Unverdünnt. Hauchdünn, als Haftbrücke. Genau. Ganz schmaler Frage. Genau. Hatte ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, kann ich auch noch mal einblenden an der Stelle. Ganz entspannt. Was ist das für eine? Die ist relativ neu bei uns im Haus. Das ist die R745, eine Dispersionsfeuchtigkeitssperre. Ein Alternativprodukt, wenn man keine Reaktionsharze einsetzen will. Ja. Ja? Auch relativ einfach zu handeln, wird aufgetragen wie eine normale Dispersionsgrundierung im zweimaligen Auftrag. Ja, erster Auftrag 1:1 verdünnt, zweiter Auftrag pur. Ja. Ja. Oder, was auch geht, als zur Staubbindung unter Parkettböden bei elastischen Klebstoffen. Was man aber dazu sagen muss, hier gibt es natürlich eine Einschränkung, was die Feuchtigkeitswerte angeht. Ja. Ja. Wir sperren ab bis maximal 3 cm%. Okay. Ja. Beheizt und unbeheizt, das spielt keine Rolle, aber bis maximal 3%. Alles, was höher ist. Genau, es geht nur Epoxy. Ja. Sehr gut, dann haben wir da vor dir stehen. PU. Möchtest du was sagen dazu? Also den nehme ich relativ oft, wenn ich alte Estriche habe, wo es ein bisschen grenzwertig ist. Wo die Prüfung, sage ich mal, noch irgendwie in Ordnung ist, dass der Estrich gut ist. Aber um das Ganze zu verfestigen, einfach den nochmal aufrollen in 766 und von den drüber und dann spachteln. Sehr gut. Bis ein Zentimeter. Das ist tipptopp. Ist ein Einsatzbereich für die Polyurethangrundierung zum Verfestigen. Macht sie ganz wunderbar. Man kann es aber auch nehmen, gerade bei dir in der Sanierung, alte Klebstoffe, alte Sulfiterblaue Klebstoff. Ja. Einfach um Wechselwirkung zu vermeiden. Mal ordentlich mit PU vorgrundieren. Aber wofür es auch ist, ist auch eine Grundierung, die Feuchtigkeit sperrt. Ja. Auch hier gibt es eine Einschränkung. Da machen wir allerdings auch eine Einschränkung bei beheizten und unbeheizten Konstruktionen. Beheizter Zement ist maximal 3%, unbeheizt sogar bis 4%. Okay. Jo, und alles, was feuchter ist, also dein Estrich, den wir da oben gerade hatten, da geht definitiv nur die R755, das ist unsere Epoxidharzgrundierung. Ja, ist auch zum Verfestigen, kann man sie auch wunderbar einsetzen, weil die verfestigt auch die obere Estrichrandzone, ganz hervorragend. Fokus, denke ich, ist aber wahrscheinlich bei einer Epoxidharzgrundierung immer eher die Feuchtigkeitssperre. Bei mir Auftrag, zum Beispiel fast nie der Fall, der Feuchtigkeit, bei mir ist immer Spachteln über einen Zentimeter.
Auch ganz wichtig, weil da kommen wir mit einer Dispersionsgrundierung, habe ich vorhin ganz am Anfang, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, kommen wir mit der Dispersionsgrundierung an die Grenzen, ja, weil eine Spachtelmassenschicht im Mittel größer gleich 10 mm sind auf jeden Fall immer wasserfreie Reaktionsharzgrundierung mit Quarzsandabstreuung einzusetzen. Kann man nachlesen im BEB-Merkblatt. Hat man vorhin schon angeschnitten. Mhm, genau. Das wissen, wo es steht. Weil die würden sich dann, wenn das Spachtel zu lange trocknet oder zu lange nass steht, könnten die sich unten anlösen. Ja, es ist eine Dispersionsgrundierung. Eine Dispersion heißt ja im Endeffekt wasserlöslich. Genau. Ja, eine hohe Spachtelmassenschicht hat auch logischerweise einen hohen Wasseranteil, der wiederum sorgt eventuell dafür, dass sich die Grundierung irgendwann mal in die Knie geht. Ja. Ja. Und mit dem einmal aufgetragen, abgesandet, abgesaugt, genau. Frei. Genau. Dann auch DS40 drüber. So wie hier. So wie in deinem Lager zum Beispiel, genau. Und da war das wirklich der Wahnsinn. Auch ganz wichtig, dass man, wenn man hohe mechanische Belastung hat, wie in deinem Lager oder mal eine Werkstatt, eine Lagerhalle, ja, immer so eine Schichten einsetzt mit Quarzsandabstreuung. Hast halt einen größten Grip. Bombe! Aber wir demonstrieren jetzt auf der Probeplatte gleich mit 790. Da können wir gleich mal noch zeigen, eine Alternative zur Rissarmierung. Mhm. Und worauf der alles hält. Mhm. Let's go! Überall! Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. Ich habe eben gerade erwähnt, es gibt auch Alternativen zur klassischen Rissverharzung. Das wäre die Überarbeitung mit dem Glasfaserstreng bei uns, das TF320. Der Vorteil ist, gegenüber einer klassischen Rissverharzung, ihr müsst aufweiten, aussaugen, also flexen, ja, dann Reaktionsharz und so, das fällt komplett alles weg. Bei der Risssanierung mit dem Glasfaserstreng kann man quasi direkt über den Riss drüber wegarbeiten. Ja, also kein Krach machen, kein Staub, ganz hervorragend. Das TF320, die Glasfaserstränge, sind auch dafür geeignet, Übergänge zu überarbeiten. Wir haben hier mal einen vorbereitet. Auf der einen Seite sagen wir mal, es ist eine Spanplatte. Auf der anderen Seite sollte es optischerweise vielleicht ein klassischer Estrich sein, oder? Den Übergang ist immer ein Problem. Wie macht man es? Wie macht man es auch gerne mit dem TF320, der Glasfaserarmierung? Problem ist machbar. Ich mache das am liebsten mit der R790, weil es tatsächlich auch am besten funktioniert. R790 wird aufgetragen und die Glasfaserarmierung wird vollständig drin eingebettet. Dabei ist wichtig, dass das TF320 von der Rolle, Tommy hat glaube ich schon mal ein Video gemacht, wie man das wirklich macht, dementsprechend zugeschnitten wird. Wir brauchen jeweils 30 cm in die so eine Fläche. Das heißt also beim Riss oder beim Übergang 30 nach links, 30 nach rechts. Ja, dann ist noch ganz wichtig, die Stränge kommen immer nach unten. Es gibt eine Ober- und eine Unterseite. Die Glasfaserstränge kommen nach unten. Bis hierhin relativ einfach und völlig unproblematisch, Tommy. Ihr habt gerade gesehen, Material auftragen, Vlies drauflegen, einmal mit der Kelle ein bisschen die Luft rausstreichen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, mit dem überschüssigen Material oder was man hier an der Seite noch rausholt, einfach nochmal vollständig einbetten. Ja. Dass es im Endeffekt so aussieht, ja, und die Glasfaserstränge komplett eingebettet sind. Machen wir eine Kante hier auch gleich noch ein bisschen weg. Kapitel 8. Ausgleichsmassen. Es gibt eine Vielzahl von Ausgleichsmassen. Manche kann man bis 1 cm gießen, manche bis 15, manche bis 40 mm. Es gibt Zementäre, Anhydrit, PU und Dispersionsausgleichsmassen. Und natürlich auch hier hat jede Ausgleichsmasse seine Daseinsberechtigung und ist für unterschiedliche Böden immer die perfekte. Zum Beispiel ich im Altbau, ich arbeite sehr, sehr oft mit Anhydrit-Ausgleichsmassen. Die sind auf Gipsbasis und sehr spannungsarm. Wenn wir zum Beispiel kritische Untergründe haben, so einen richtig alten Estrich, den wir vorher richtig behandelt haben, verschlossen haben, verfestigt haben, komme ich mit einer Anhydrit-Ausgleichsmasse zum Beispiel immer besser weg als mit einer Zementären, weil die Zementären zu viel Spannung bekommen. Allerdings ist zum Beispiel die Anhydrit nicht so fest wie eine Zementäre. Wie ihr merkt, spannendes Thema. Christian, erzählt euch mehr.
Sobald die R790 begehbar ist, können wir auch drauf. Das machen wir jetzt mit der XXL. Das ist eine Zementerer Spachtelmasse. Wir unterscheiden, denke ich, nur zwischen Zementer und Anhydrit, oder? Oder. Oder? Ja, es gibt auch noch Dispersionsspachtelmassen und es gibt auch noch PU-Spachtelmassen. Gibt es auch noch. Also, aber grundsätzlich, sagen wir. Die gängigsten. Genau, die gängigsten unterscheiden wir grundsätzlich auch nach Bindemittel, also sprich Zement und gipsbasierte Spachtelmassen. Erst einmal anrühren. Welchen Quirl? Weil es gibt ja auch noch diese hier. Ja, der ist dreckig. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Quirlen. Ja. Jetzt sind wir für eine Spachtelmasse. Du musst dir vorstellen, Tom, eine Spachtelmasse, je nach Qualität, hat irgendwo 10 bis, kannst du das wegnehmen, der ist dreckig. Hat irgendwas so die 10 bis 18 einzelne Bestandteile, aus was sie besteht. Additive, Verlaufsbeschleuniger, Verlaufsverzögerer, Stellmittel, ist auch egal. Ja. Ja. Und die müssen alle wieder miteinander aufschließen und sich miteinander verbinden. Ja, dafür brauchen wir schon mal ein ordentliches Werkzeug. Genau. Ja, eine ordentliche Rührzeit, aber das machen wir gleich. Das, was du da hast. Für Mörtel eigentlich. Genau. Das ist eher so für Mörtel, nicht für Verlaufsmassen. Für Verlaufsmassen oder für Spachtelmassen eignet sich eigentlich ganz wunderbar der Flügelrührer, den ich da unten habe. Was würde passieren, wenn man jetzt mit so einem Quirl Ausgleichsmassen anrührt? Es würde wahrscheinlich so sein, dass du deutlich länger brauchst. Ja, dass ich, der klumpenfrei ist auch. Genau, dass ich die Massen, die ich gerade gesagt habe, die Additive müssen ja alle ausschließen. Ja. Ja, und das dauert mit dem Knetrührer oder mit dem Mörtelrührer, was du da hast, dauert das viel, viel länger. Ja. Okay. Also Flügelrührer und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Genau. Der Flügelrührer hat noch den entscheidenden Vorteil, dass er auch allein durch die Anordnung der Flügel dafür sorgt, dass die Spachtelmasse nicht so spritzt beim Rühren. Ich wollte gerade sagen, die zieht sich extrem geil rein. Dadurch kannst du sie viel besser aufrühren. Ne? Genau. Geht auch deutlich schneller. Geil. Aber das Schnelle ist gar nicht das Thema, weil, wie lange rührt man Spachtelmassen an? 2 Minuten. Und das Ganze nicht am Stück. Man kann die ruhig 1 Minute anrühren, stehen lassen. Wenn man größere Fläche hat, hat man sowieso einen zweiten. Man rührt den anderen schon an, bevor man ausschüttet, nochmal anrühren. Bestes Ergebnis ever. Was aber beim Anrühren von Spachtelmassen auch extrem wichtig ist, ist nicht nur das Werkzeug und die Rührzeit, sondern natürlich auch die Wassermenge. Ja. Ja. Wir haben ja immer Toleranzen, um 0,5 Liter. Ja. Mhm. Ja. Also, wenn du das als Toleranz nehmen willst, wir haben eine Range von bis. Eine Range. Genau. Ich muss das kurz zeigen, weil ich habe es nach, ich glaube, 3 Jahren, habe ich es jetzt erstmal gesehen, dass auf den Eimern sogar das Produkt steht. Man muss nicht mehr überlegen, man muss nicht mehr lesen. Man muss bloß gucken, welchen Sack hat man und man kann genau abwiegen. Genau. Vielleicht wusste das auch noch keiner. Das ist was, da sollte man sich auch zwingend dran halten. Ja. Ja. Gerade bei einem Tritt, zu viel Wasser, ist Abschwemmung oben. Genau. Gefährlich. Anrührzeit hast du gesagt, 2 Minuten. Entweder 2 Minuten durchweg oder halt mit einer Reifezeit zwischendurch. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist aber, dass wir wirklich auch nicht nur die Zeit haben, sondern auch die Kraft. Ja. Ja, also du brauchst doch die Rotation, sage ich jetzt mal, dass alles miteinander vermischt. Magst du den Quirl hineinstecken? Ich stecke ihn hinein. So, grundsätzlich hätten wir Aufreißlaschen und, aber ich mache das gerne so. Ja. Ich habe es mir auch antrainiert so. Staub weniger. Und spritzt auch weniger. Mhm. Ja, meine XXL ist eine staubarme Masse, also Staub reduziert. Aber mit der Variante und? Du musst halt nicht 25 Kilo da reinjagen, sondern du kannst entspannt Stück für Stück. Ich lasse das liegen gerne als Staub- und Spritzschutz, aber brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir lieben den Dreck. Hast du eine Idee, wie lange durchschnittlicherweise Spachtelmassen angerührt werden? Eine Minute. 45 Sekunden. 28. Warum? Weil sie nach 45 Sekunden Tatsache auch schon aufgeschlossen haben. Ist einfach so. Weil die Klumpen sind auf jeden Fall weg. Ja. Lass uns eine Reifezeit einlegen und können wir noch 2, 3 Sachen über die Auftragsvarianten sprechen. Ja. Und gönn ihr einfach die Reifezeit. Mal so als
Tipp oder Erfahrung. Ich habe die Erfahrung gemacht, je länger eine Spachtelmasse steht, ja, also wir sprechen jetzt nicht von Stunden, sondern von Minuten. Die hat man nicht. Nee, desto genialer lässt es sich einfach verarbeiten. Ja, ich finde auch, die, wenn du anschüttest, unterschiedliche Eimer, gehen die entspannter ineinander. Genau. Ja. Jetzt sind wir gerade bei einer gipsbasierten Spachtelmasse, also unserer AS1 oder AS2, da merkst du das auf jeden Fall. Ja, ja, dass die einfach vom Verlauf her nochmal deutlich besser wird, wenn man die Zeit ein kleines bisschen variieren kann. Und du hast es vorhin schon gesagt, kannst du ja locker machen, wenn du auf der Baustelle bist. Arbeitest ja nicht mit einem Eimer, sondern wahrscheinlich mit zwei oder drei, je nach welchen Größe. Frisst immer einen an, da kann der auch entspannt stehen. Genau. Auftrag. Auftrag. Du machst das vorbildlich mit Zahnrakel. Gibt natürlich noch andere Varianten. Ja, man kann das mit der Kelle machen oder mit dem Rollrakel, Stiftrakel. Ich habe noch ein neues Ding, pass auf. Hat mir Christian gerade geschenkt. Nein. Hat er nicht. Nein. Gelenkrakel. Ich bestelle mir das heute. Kannst du machen. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall genial. Na klar, Arbeit ist schon arbeitsschutztechnisch. Ja, auch du wirst älter, Tommy. Auch ich, ja. Ja, und dann ist die Frage, gehst du immer noch gerne auf die Knie? Willst du noch auf die Knie? Warte mal, ich gehe mal ein Stück nach hinten, dann sieht man vielleicht noch ein Bild. Idealerweise arbeitet man natürlich im Stehen. Ja? Ja. Und dann hast du mit dem Gelenkrakel durchaus eine gute Variante. Vor allem, du kippst Eimer komplett am Rand aus, ganz, ganz entspannt, alles am Rand. Genau. Durch den Winkel kommst du halt extrem geil aus jedem Winkel in die Ecken. Aber welches Werkzeug? Grundsätzlich so what. Ja, wichtig ist, eine Spachtelmassenstärke sollte immer, gerade unter elastischen Proben belegen, 2 mm sein. Beim Kautschuk sind sogar 3. Aber unter elastischen Belegen mindestens 2 mm. Und wenn du es definiert auftragen willst, ist die, ich würde sagen, beste Variante Tatsache die Geschichte mit dem Rakel. Ja. Ja. Ich mache es gerade so, wenn du sehr unebenen Fußboden hast, alles auskippen, Nagelschuhe an und das ganze Ding dann für glatt zum Verteilen. Dass du wirklich eine plane Oberfläche mit drin kriegst. Genau. Wichtig ist nur, du brauchst diese 2 mm. Ob du das mit der Kelle, mit dem Rakel oder meinetwegen mit dem Schneeschieber machst. Völlig egal. Hauptsache es wird geil. Ich rühre nochmal. Reifezeit ist vorbei. Reifezeit ist vorbei. Und hier sehen wir es jetzt mit dem Rand im Streifen. Der Rand im Streifen muss wieder vor der 790 dran, dass da von der 790 nichts ans Mauerwerk geht. Und hier, ihr kennt es von mir, die vielleicht schnelle Variante, wenn man mal keinen Rand im Streifen da hat, Bauschaum. Wichtig ist nur, dass kein Material von der Ausgleichsmasse ans Mauerwerk geht. Denn was passiert dann? Ich muss auch mal sagen, das ist eine verdammt geile Idee. Ich finde das total super. Bauschaum ist eine ganz feine Variante, wenn man keinen Rand im Streifen hat, super. Einfach um Schallbrücken zu vermeiden. Man muss ja aber sagen, viele lassen auch einfach weg. Für manche. Weglassen ist nicht. Immer wenn was kacke ist, weil der Rand im Streifen fehlt. Genau. Ja. Genau. Ich habe es viel gesehen, gerade für die ganzen. Es ist ja nun mal auch viel bei Heimwerkern. Ist nun immer so. Wird weggelassen, weil es ein Kostenpunkt ist. Und der Kostenpunkt ist damit wirklich minimiert. Und du hast trotzdem eine Trennung. Jawohl, wollen wir spachteln? Rand im Streifen ist dran, Schaum ist trocken. Let's go! Oh, geil! Die ist fertig. Hast du die geschmeckt? Ich mache es jetzt im Knien, lässt sich einfach besser finden. Ja. Muss man sagen, Fläche ist auch nicht groß. Idealerweise würde man das natürlich im Stehen machen, haben wir eben gerade drüber gesprochen. Stehe rein und kann man auch im Stehen machen. Genau. Zahnrakel durchgehst, wie die Masse hinterher wieder ordentlich zulöst. So. Wie machst du es jetzt, wenn du die unterschiedlichen Höhen hast? Weil wir hatten ja hier eine Platte und sag mal, 3 mm ging es noch ab. Mehr Material hinkippen. Verläuft von alleine. Ja. Ja, ja. Meinst du wie eine Kante, die man hier sieht? Ja. Ja, die haben sie ja vorgezogen mit der R790. Ja, das ist, deswegen ist es schon mal deutlich kleiner. Ja. Den Rest macht die Spachtel mal so. Das schaffen wir so. Geil. Und schon ist die Fläche fertig, oder? Nein. Warum? Also grundsätzlich
Hast du recht? Ja, sie wäre fertig. Aber für ein perfektes Oberflächenbild ist es ganz, ganz wichtig, hinterher nochmal mit einer Stachelwalze drüber zu gehen. Mit einem Igel, ja, um die Fläche, man sagt, zu entlüften. Aber nicht nur zu entlüften, sondern auch, um nochmal ein bisschen Bewegung in die Fläche zu bringen, dass die Rakelspuren, eventuelle Kellenschläge, noch wunderbar miteinander verlaufen. Mein Kollege sagt immer, wir veredeln die Fläche. Oberfläche. Ach. Genau. Die Stachelwalzen gibt es unterschiedliche. Du hast gerade eine Aufnahme gemacht. Ich habe eine Metallstacheln. Herkömmliche sind mit Kunststoff. Wichtig ist, Tatsache, wirklich wichtig ist die Stachellänge. Ja, man sagt mal so als Faustregel, weißt du es? Dreimal so lang, wie die Spachtelmasse stark gegossen ist. Spachtelmassenstärke, ja. Bei 3 ist die mindestens die Spachtelmassenlänge, genau, Stachellänge, weil ansonsten schiebst du die Ware nur, ja, ja. Die Masse nur vor dir her. Okay. Kannst du gucken, jetzt wäre die Fläche eigentlich fertig und Klebstoff. Hinterher nochmal durchgeschliffen, wenn irgendwas sein muss, aber müssen wir ja eigentlich nicht. Kapitel 9. Kleben. Und auch da lässt uns die Industrie nicht im Stich und hat eine Riesenpalette. Aber auch so ein paar Allgemeinlösungen, wie zum Beispiel Universalklebstoffe. Mit denen kannst du Linoleum, PVC, Teppichböden bekleben. Wenn du zum Beispiel ein Malerbetrieb bist, der diese 3 Böden immer legt und nicht 1000 verschiedene Klebstoffe braucht, der holt sich zum Beispiel Universalklebstoff und kann damit alles kleben, was er irgendwie verbaut. Dann gibt es auch Parkettkleber, Nassklebstoffe, Kontaktkleber, PU-Kleber. Ein breites Sortiment. Aber auch gerade beim PU-Kleber gibt es mittlerweile einkomponentische Sachen. Da hast du halt nicht so viel Abfall. Bei 2K PU musst du immer anrühren. Das nehmen wir zum Beispiel bei großen Fensterflächen oder nassen Badbereich. Dort kommt immer PU-Kleber. Und da gibt es mittlerweile einkomponentische, dass du wirklich keinen Abfall mehr hast. Aber das erzählt uns jetzt mal Christian. Wäre eine gute, saubere Eselsbrücke. Aber K steht für Kunststoff. Ich dachte, K steht für Keil. War nicht gut? War nicht gut. Hey, jetzt theoretisch anschleifen, nicht anschleifen? Grundsätzlich? Nein. Ich schleife nie an. Ja, muss ja nicht. So haben wir uns perfekt erkannt. Anschleifen nur, meine Schleife meistens bei Fasermieten. Wenn du manchmal so einen kleinen Buckel drin hast. Auch da musst du nicht schleifen. Ja. Also generell muss man Spachtelmassen heutzutage nicht mehr anschleifen. Ja. Ja, diese Sinterschicht ist ja nicht mehr da. Ja, ist aber klar, also wenn man gerade in der Sanierung tätig ist, gibt es immer mal einen Pickel oben drauf. Das kann man natürlich mit dem Schaber abstoßen, ja. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist halt, wenn ihr schleift, was auch nicht grundsätzlich nicht verkehrt ist, ja, wenn man schleift, eben nur überschleifen, Pickel weg und gut. Was für eine Körner? Ich? 14 Körner. Ja? Ja. Ja. Ist ja nur einfach mal fein sauber drüber die Pickel wegschleifen. Ja. Die Gefahr ist halt, wenn du zu viel schleifst, dass du die Oberfläche verdicht machst. Ja, ja, deswegen. Polierst. Die Poren müssen ja trotzdem öffnen bleiben von Kleber. Richtig, richtig. Du schenkst also die Saugfähigkeit stark ein. Ja. Kleber. Gibt es jede Menge. Deswegen, können wir das in einer kurzen Form irgendwie erklären? Wir könnten mal kurz über das Kleben sprechen. Ja, ich sag mal, Klebstoff ist immer ein bisschen abhängig vom Produkt. Ja. Logisch, ein Parkett braucht einen anderen Klebstoff, wie zum Beispiel Linoleum, ja, braucht auch einen anderen Klebstoff. Und gerade elastische Belege wie PVC oder EVT haben auch andere Klebstoffe. Gibt natürlich auch Universalklebstoffe. Das wollte ich gerade sagen, gibt es einen, angenommen ich klebe Vinyl, PVC und Teppichboden? Teppichboden. Das gibt's. Bei uns der UK 840, UK für Universalklebstoff. Mhm. Damit kannst du eben genau, das muss ich aufpassen. Ja, gerade sagen. Genau das, was du gerade gesagt hast, die Belege alle kleben. Okay. Nochmal alles außer Parkettboden. Alle mit derselben Zahnung? Nein, natürlich nicht. Zahnung ist dabei das wichtige Thema. Ja. Aber ganz, ganz am Anfang gehabt, du erinnerst dich, TKB. Ja. Ja, auch dazu gibt es ein TKB-Merkblatt, wo über das Thema Zahnung beschrieben ist. Aber. Ich wollte gerade sagen, aber das ist theoretisch immer alles hinfällig, weil hier hinten eigentlich immer alles draufsteht. Das ist nicht nur theoretisch, das ist auch praktisch. Ja. Bei uns in der Produktübersicht gibt es hinten auch eine Auflistung. Ja. Ja. Was für Zahnungen gibt es? Welche nimmst du immer? Ich nehme eigentlich immer am liebsten eine gebrauchte A2. Warum gebraucht? Ist eingegroovt. Mhm. Ist klar, Sparfuchs. Sparfuchs. Nee, A2. Eine A2. A2. Die würde man nehmen für elastische Bodenbelege, EVT, PVC, Bahnware, Kautschuk. Ja. Ja. Dafür nimmt man eine A2. Wenn man die jetzt mal gegeneinander hält, haben wir hier eine B2. Ja. B2 oder B1, also Teppich. B1 würdest du nehmen für Linoleum oder Teppichboden. Kann man Teppich mit A2 machen? Kann man, sollte man aber nie. Ja. Ja? Ganz wichtig ist auch,
was der Belagshersteller sagt. Ja. Ja, also guckt nicht nur in unsere Verleger an Hinweise sondern, oder Verarbeitungsrichtlinien, sondern guckt auch mal beim Belagshersteller rein. Steht ganz klar drin, wie man es macht. Teppich ist nicht gleich Teppich. Nee, aber für textile Belege brauchst du grundsätzlich eine B-Zahlung. Ja. Ja. Ich weiß, dass das halten wird, das auch. Ja, und das ist schon wieder Holz. Das ist Parkett. Genau, das ist eine B11-Zahlung. Ja, wenn du jetzt quasi, ja, wenn du dir vorstellst, du klebst damit eine PVC-Bahnware. Hast du verschissen? Nee, eine schwimmende Verlegung, aber habt ihr eben schon mal. Ja. Mellig im Boden. Genau. Das Spachtel schon mal. Genau. Wichtig wäre, dass ihr euch mit dem Produkt, was ihr auf den Boden bringen wollt, also mit dem Bodenbelag, auseinandersetzt und danach klar die Zahnung bestimmt. Zahnung regelt halt die Auftragsmenge vom Klebstoff. Das ist für was nimmt man dann A1? Für einen dichten Untergrund zum Beispiel, mhm. Ja, oder für einen glatten, nicht einen dichten Untergrund, ist falsch. Für einen glatten Untergrund, wie zum Beispiel eine gespachtelte Fläche XXL, ja. Und kann rollen. Für einen K195 zum Beispiel. Hatte ich nämlich letztens im Bad genommen. Hast du auch mal ein Video? Ja. So, warte mal, guck mal, so kann man den sehen. Dann kannst du auch mal tauschen und draufstellen. Geht's? Das ist leicht. Ja, ja, stell ihn doch da drauf. Ich bin einfach stark. Ja, ja. Den zum Beispiel, K195 würde man auf eine gespachtelte Fläche mit der A1-Zahnung kleben. Ja. A2 ging auch, matscht weg. Ja, ja. Also rein aus vertriebstechnischer Sicht könnte man sagen, nimm eine B-Zahnung oder eine P-Zahnung. Ja. Aber ja. Ist gerade so, weil den, ich glaube, ist der häufigste Anwendungsbereich für den, wo ich ihn sehe, große Fronten, viel Sonne. Ja. Für die thermische Belastung. Ja. Ja. Wenn du da alles mit der A2 ziehst, kannst du ihn auch mit der A2 ziehen. Hast keinen Übergang. Ich sag mal generell Belastung. Belastung durch Wasser, Belastung durch hohe Temperaturen oder auch mechanische Belastung. Ja, also bei dir im Lager würdest du hier einen Belag draufkleben wollen, würde ich dir den K195 empfehlen. Allein schon durch aufgrund von Staplerverkehr nicht, aber. Ja, Aline, Hubwagen. Hubwagen. Genau, das Thema Kleben, Tommy, ohne Quatsch, das ist. Zu ziemlich alles, was wir heute besprochen haben, ist theoretisch ein separates Video. Hm. Schreibt einfach die Kommentare, wenn ihr zu irgendwelchen Themen mehr wissen wollt, detailliert, weil das ist wirklich eine grobe Übersicht. Dass du einfach mal die Leute wissen, wo kann ich nachgucken und auf was muss ich wirklich achten. Ich glaube, es gibt zu jedem Thema, was wir hier abgehandelt haben, in dem Dreh, kann man so sagen, ja? Oder in der Session. An diesem herrlichen Tag. Genau. Was haben wir denn? Mittwoch, oder? Donnerstag, Montag. Montag. wirklich zu jedem Thema gibt es definitiv noch mehr zu sagen. Ja. Ich würde behaupten, wir haben mehr als die Hälfte nicht gesagt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, hier geht es ja darum, mit wenig Wissen trotzdem den meisten. Mhm. Genau. Pareto-Prinzip 80-20. Wie Uber. Das Wichtigste. Wenn du weißt, was du achten musst, was du lesen kannst, alles cool. So ist es. Und der Rest, learning by doing. So mache ich es immer. Warte, wie geht denn das immer? Wenn dir das Video gefallen hat, gibst du einen Daumen nach oben. Das machst du. Abonnierst den Kanal. Das machst du. Aktivierst die Glocke. Ja, da bin ich schon raus. Ding, 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 ding. Muss ich hier hochkommen, oder? Ja, ich helfe dir, warte, komm. Ah! Ich hab mich gewollt. Holt mich raus. Ich bin jetzt da, holt mich hier raus. Ja. Also wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr wollt, abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gebe euch einen fetten Kuss auf die Nuss und ciao, Kakao. Das war daneben, du musst hier drauf haben. Da muss ich doch. Stimmt. Aber Tobi, er hat sie nicht kaputt gemacht. Ich schweige, ich habe den Monitor abgeschlagen. Ich hatte jetzt irgendwie. Stimmt, ja, hast du recht. Ich dachte, du schlägst da hin. Lesebrille vergessen. Ich gebe euch einen fetten Kuss auf die Nuss und ciao, Kakao. Perfekt. Peace out.